Allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Und ich bin in der letzten Zeit des Öfteren gefragt worden, warum bist du mir nicht schon früher begegnet? Warum habe ich dich jetzt erst entdeckt? Ich hätte mich doch gerne eigentlich schon viel früher von dir begleiten lassen wollen. Und darauf würde ich mal gerne eingehen, weil, wie ich eingangs schon gesagt habe, allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Wenn ich dich jetzt frage, wenn du heute Morgen schon vielleicht unterwegs warst und ich frage dich, wie viel rote BMW hast du denn schon gesehen, wirst du wahrscheinlich mit den Achseln zuckeln und sagen, keine Ahnung. Und du darfst dich nicht wundern, wenn du jetzt hier anschließend unterwegs bist und plötzlich siehst du rote BMWs. Warum? Weil deine Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist. Wir kennen dieses Phänomen. Beispiel. Nehmen wir beim Autobeispiel, du bestellst dir ein neues Auto, nimm mal einen weißen Audi A5. Und was siehst du plötzlich auf der Straße? Weiße Audi A5. Ein anderes Beispiel von mir. Ich habe irgendwann mal angefangen, vor einigen Jahren mich für Maserati zu interessieren und dachte, hier auf Zypern, da gibt es kein Maserati. Ich habe noch nie ein Maserati hier gesehen. Dann habe ich tatsächlich mal gegoogelt und habe gesehen, in Limassol gibt es ein Autohaus, das einzige Autohaus, das Maserati verkauft hier auf Zypern. Und da war plötzlich mein Fokus auch drauf gerichtet. Und was habe ich dann anschließend gefühlt jeden Tag hier auf der Straße gesehen? Maseratis. Vorher waren die überhaupt nicht in meinem Blickfeld. Ich dachte, auf Zypern gibt es keine Maseratis. Du kennst es auch so aus Situationen, wenn du zum Beispiel dir nichts sehnlichster gewünscht hast, als Nachwuchs zu bekommen, war dein Fokus auf Kinder, auf Schwangerschaft, auf Frauen mit Kinderwagen oder wenn du selbst die Nachricht bekommen hast, du erwartest Nachwuchs. Wie viele Kinderwagen hast du gesehen? Wie viele Spielplätze sind dir plötzlich aufgefallen? Wie viele schwangere Frauen sind dir aufgefallen? Ja, weil der Fokus darauf war. Und jetzt mal bezogen auf das, was ich mache, wo ich Frauen wie dich dabei begleite. Männer sind auch herzlich willkommen. Das liegt in der Natur der Sache, dass in erster Linie Frauen den Weg zu mir finden. Die Klarheit zu dem Plan deiner Seele, zu deinem Seelenplan zu bekommen, um daraus auch den Seelenberuf zu kreieren oder überhaupt im Mentoring, im Coaching-Bereich, ist der Schüler bereit, dann kommt der Lehrer. Das heißt mit anderen Worten, die einfache Frage auf die Antwort, warum du dich vielleicht auch gerade fragst, warum hast du mich nicht schon früher entdeckt oder du beobachtest mich schon seit einer Weile, aber irgendwie hat es dich nie angesprochen. Das hat einfach damit zu tun, wie der schöne Ausdruck, was ich eben schon gesagt habe, ist der Schüler bereit, kommt der Lehrer, weil darauf ist dann plötzlich deine Aufmerksamkeit. Und dann siehst du mit anderen Augen und hörst mit anderen Ohren die Dinge, weil du ein anderes Bewusstsein dafür hast, weil du offen dafür bist. Ja? Jetzt ist möglicherweise für dich der Zeitpunkt gekommen, wo du sagst, hey, ich habe jetzt schon so viel gemacht, ich habe schon so viele Ausbildungen, Fortbildungen, Zertifikate gemacht, Methoden gelehrt. Ich sehe, es gibt immer wieder neue Methoden. Es kann doch nicht darum gehen, dass ich noch mal eine Ausbildung mache. Es kann doch nicht darum gehen, dass ich noch mal eine Methode mache. Weil ich habe das Gefühl, irgendwie ist jetzt mal gut mit Ausbildung, mit Fortbildung. Jetzt will ich endlich mal die Klarheit haben. Was mein Plan, was dem wahren Sinn meiner Seele hier entspricht, was der wahre Grund meines Daseins hier ist. Und darin kann ich dich auch nur bestärken. Darum darf es bei dir ab jetzt gehen. Das Wissen, was du in dir trägst, möglicherweise noch aus vielen früheren Leben, was du dir in diesem Leben schon aufgrund deiner Vielseitigkeit schon angeeignet hast, an Wissen, an Ausbildung, an Fortbildung, an was auch immer, das darf jetzt mal gelebt werden. Und da geht es nicht darum, noch eine weitere Methode zu erlernen, noch irgendein Seminar zu besuchen, sondern es geht jetzt wirklich darum, deine wahre Größe zu erkennen und zu leben. Und dein wahres Wesen sich entfalten zu lassen, deine Botschaft, die du in dir trägst, zu erkennen und der Beitrag hier für diese Welt zu sein, den du in dir trägst. Darum geht's.
That's it. Das ist meine Ermutigung für dich heute. Vertrau dir und wisse, dass du dir selbst vertrauen kannst, dahingehend, wenn du das Gefühl hast, da ist noch mehr in meinem Leben möglich als das, was du bis eben für möglich hältst. Dem ist definitiv auch so. Absolut. Für dich ist viel mehr möglich. Es geht darum, deine wahre Größe jetzt wirklich zu erkennen und auch zu leben.